Hallo, ich bin Toni und ihr seid hier bei meinem Tortenzauber. Was lange währt, wird endlich gut. Und jetzt geht es los mit dem Torten-Hochzeitstorten-Special. Das ist der Grund, warum dieser Kanal überhaupt entstanden ist. Ihr findet alle Videos dann sofort in der Playlist, wenn sie hochgeladen sind. Ich wünsche euch viel Spaß. Es gibt 4 verschiedene Tortenböden, jede Menge Zusätze wie Cake-Topper und Blüten, der Transport und Zusammenbau schlussendlich und der Anschnitt. Der untere Boden war ein Schokokirschboden mit einer Schokocreme. Dann gab es eine Zitronentorte mit einer Zitronenbuttercreme. Dann gab es eine Baileys-Torte mit einer Kaffeecreme. Und als Abschluss gab es noch eine Marzipan-Aprikosentorte. Das war alles mit drin, hat stabil gehalten und es war ein einfach toller Tag. Und wer Lust bekommen hat, den einen oder anderen nachzubauen oder vielleicht selber eine Hochzeitstorte backen möchte, auch ich habe ungefähr ein Jahr dafür üben müssen, damit es so klappt, wie es danach ausgesehen hat. Aber es lohnt sich, es macht unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, ich teile mit euch, was alles so funktioniert hat, Baustellen, die schiefgegangen sind. Und schlussendlich haben wir für die Torte eine Woche zum Backen gebraucht und für die Blüten und die Cake-Topper nochmal circa 2 Wochen und zwar jeden Abend 2 bis 3 Stunden. Also es ist ein aufwendiges Projekt, aber es war sehr interessant. Es hat mich, ich sage es nochmal, viele Nerven gekostet, da ich ja keine Profibäckerin bin, aber es war einfach toll. Und es war gluten- und laktosefrei möglich, damit alle Gäste auch was essen können. Die Torte, die ich jetzt gebacken habe, die reicht für ca. 80 bis locker 120 Personen, wenn die Stücke nicht zu üppig sind. Es blieb jede Menge von 80 Personen übrig. Das heißt, es würde locker nochmal für 40 Personen reichen. Vor allen Dingen gibt es ja nicht nur die Hochzeitstorte zum Kaffee. Das Brautpaar war meine Schwester und ihr Mann und sie haben sich riesig über die Torte gefreut, weil es einfach ein sehr persönliches Geschenk ist. Und es hat für mich den Ansporn gegeben, so eine Torte einfach selber herzustellen, weil man ganz ehrlich sein muss, es ist den Preis wert, den die Konditoren verlangen. Es ist unglaublich viel Arbeit, es kostet sehr viel Zeit und es ist ein enormer Aufwand dahinter. Aber als Brautpaar kann man sich nicht zwangsläufig immer eine Torte im 1200-Euro-Bereich leisten. Und von daher war es ein tolles Geschenk und es hat alle riesig gefreut und es hat für mich sehr viel Spaß gemacht. Das war schon mal eine kleine Vorschau auf das, was jetzt in den nächsten Wochen kommen wird. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt Lust zum Nachbacken bekommen. Hier in der Playlist werden dann nach und nach die einzelnen Videos, die fertiggestellt werden, so verlinkt. Es muss ja nicht immer direkt die Hochzeitstorte sein, aber die Rezepte lohnen sich allemal, um die nachzubacken und einzelne Torten rauszumachen. Ich freue mich, wenn ihr Fragen, Kritik oder Anmerkungen habt und freue mich wie immer auf ein Daumen-Hoch-Zeichen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Nachbacken. Und bleibt lecker. Tschüss! Das ist mein erster Hochzeitskuchen. Und je nachdem, wie es ausfällt, vielleicht auch der letzte, sehen wir mal.